Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier auf dem Mond. Ja. Du Scheiße, Alter. Was hier abgeht. Das sind auf jeden Fall mal sehr interessante Lebensformen. Oder Organismen, müssen wir es eher nennen. Ah, hier, das sind wirklich Sachen. Wir werden übrigens alles benennen. Alter, das ist auch wirklich alles entdeckbar. Keine Ahnung, was ich hier entdecke, aber ich entdecke es. Gibt ja alles Geld, also was los? Und ich habe mir überlegt, falls es tatsächlich so ist, fortgeschrittene Kühlung, TET, Photonenkanonenbegleiteinheit. Sehr schön. Ich habe mir überlegt, falls tatsächlich mal das so ist, dass man Systeme sehen kann, die schon andere entdeckt hat, vielleicht sollten wir unsere Systeme englisch benennen. Dazu könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare rülpsen. Überbrückungsschiff. Den müssen wir mal kurz anfertigen. Nee. Da Produkt herstellen. So, Monolith, Übertragung. Übertragung. Da ist ein Sendeturm, ein Unterschlupf. Alles klar. Ich hatte eigentlich gehofft. Aua! Was jetzt davon? Neutrino-Modul. Könnte ins Auge gehen hier. Der darf auf keinen Fall mehr Verstärkung rufen. Bin jetzt nicht ausgewichen, weil ausweichen bringt hier anscheinend auch nichts. Das war noch eine neue Technologie. Und noch mehr neue Technologie. Und ein Neutrino-Modul. Die brauchen wir ja. In Anführungszeichen brauchen. Jetzt habe ich gerade gedacht, da kommt noch einer. War das hier schon? Nee. Ich meine, ja. Hammer. So, wir nehmen aber wieder unseren Bergbaustrahl. Alter, was du hier alles... Kannst du alles scannen? Hier, komischer Pilz. Komische Typen. Lebensformen sehe ich hier, aber... Ich sehe gar keine Lebensform. Den Pilz, da kannst du 100 Pro auch entdecken. Aber wir wollen erstmal da vorne hin, da leuchtet es nämlich so schön. So. Hier der Stein. Ich glaube, die Pilze sind das Giftige auf diesem Planeten. Natürlich, immer sind es die Pilze. Du Rassist. Ich frage mich immer noch, was dieses rote Teil da bedeutet. Oh, was war das denn? Wir haben ja so eine rote Anzeige. Was bedeutet das? Unser Anzug ist ja soweit in Ordnung. Ne, Lebenserhaltung, Kohlenstoff. Wir könnten... Ausdauersteigerung.
Das ist das Einzige, was wir besitzen, ne? Dann bauen wir uns das. Können wir nämlich länger rennen. Haben wir hier diese... Alter, wir haben so viel entdeckt in so kurzer Zeit schon. Guck mal, was ist denn das da? Ich höre auf jeden Fall ein Tier. Hier haben wir Plutonium, das ist sehr gut. Was hoffe ich auf diesem Planeten hier zu finden? Beziehungsweise auf diesem Mond. Ist ja ein Mond, kein Planet. Keine Ahnung, worin sich das unterscheidet. Das ist wieder so ein kleiner. Ich glaube, wir sollten mal anfangen zu benennen. Schauen wir mal. Das hier... Ja, Deutsch oder Englisch? Ja, wir machen weiter Deutsch. Das sind Orgelpfeifen. Das sieht jeder sofort. Das hier... Das ist eine Pflanze, die heißt Rancus gigantissimo. Logischerweise, also, ne? Das hier, das weiß jeder, das sind Weltraumerbsen. Die mag keiner. Flossel wird das genannt. Ja, guck mich nicht so an. Ich habe die Teile nicht so benannt. Das hier ist Knofensa. Das sind Pilze. Das sind Pilze. Das ist ein Pilzbaum. Das ist ein Stein. Das sind rote Erbsen. Nicht zu verwechseln mit den roten Pimlos. Das ist ein Schildkrötenstein. Fuck you! Hatten wir sonst was? Nö. Sag mal, wir haben noch... Wir hatten doch... Naja, wollte schon sagen, da war doch noch deutlich mehr. Das ist ein... Flacher. Ja, der heißt halt so. Das ist ein... Peak-Pimmel. Ach komm! Das ist ja kein Schimpfwort. Wird auch Peak Pimlos genannt. Das hier ist ein Radstein. Ja, geht doch vorwärts. Das hier wird Quallenfrucht genannt, weswegen weiß ich selber nicht. What the fuck? Das hier ist, Final Fantasy 5. Und das hier wird blattloser Blattsalat genannt. Was? Was davon ist jetzt bitte das Schimpfwort? Alles klar. Dann kriegt's. Das ist AX45-Y. So. Hast du jetzt davon? Und das hier ist der Mond. Von. Wie nennen wir den? Sandmann. Nice, den nehme ich. Nee, ist natürlich Schwachsinn. Das hier ist das Chaos. So. Siehst du, so einfach geht das und ihr habt euch schon Gedanken gemacht. Außerdem können wir hier diese Ebene erstmal entdecken. Können wir noch was looten? Nee, momentan nicht.
Und dann gucken wir mal, wer hier drin ist. Vielleicht ein freundlich gesinnter welcher, der uns Einlass gebietet. Einlass. Vielleicht auch zwei Lass. Raumschiff rufen. Stimmt, das war der Unterschlupf, den wir entdeckt haben. Die Frage ist ja, wo es hier reingeht. Ob es hier überhaupt irgendwo reingeht. Ah, hier. So, erstmal Geld klauen. Danke. Und dann gucken, was haben wir hier noch? Neue Technologie. Strahlkühlmittelsystem Sigma. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht schon hatten. Einbauen können wir es ohnehin nicht. Bisschen Isotop klauen. Hier haben wir noch was. Ich stehe beim Terminal und beobachte ein Signal von einem unbekannten Stern, das endlos auf dem Bildschirm abgespielt wird. Das Muster scheint klar, aber was soll ich eingeben? 2738 7382 3827. Wahrscheinlich die Kombination, die noch nicht gezeigt wurde. Oder rattert das immer nach 2738 7382 3827. Ich verstehe nicht, inwiefern. Warte mal. Was eins nach vorne gerückt? Was eins nach vorne gerückt? Die nächste Kombination müsste 8273 sein. 8273. Weil immer die Zahlen einfach eins nach vorne rücken. Und die vorderste Zahl kommt hinten ran, ne? 2738. Dann rutscht das vor. 7382. Wieder vorgerutscht. 3827. Und dann 8273. Ich entdecke einen. What? Okay. Eine Ruine habe ich entdeckt. Gut zu wissen. Da brauchen wir einen Atlas-Pass. Cool, na, haben wir das Rätsel auch gelöst. Würde ich fast sagen, wir... Oh, das sieht ja fett aus. Ist das eine Höhle? Wir begeben uns mal in die Höhle kurz. Wie weit ist es denn bis zu dem... 4 Minuten noch was. Ey, kannst du wirklich alles scannen? Das ist ja der Spinnerfax. Was seid ihr? Ja, aber damit haben wir jetzt nicht so ein Riesenproblem. Jetzt müssen wir abwägen, wo wir als nächstes hin sollen. Also wir hätten da unten, hätten wir diesen Unterschlupf. Da drüben haben wir eine Ruine. Und da drüben irgendwo war, glaube ich, auch noch ein Fragezeichen. Das ist ein Stein, das haben wir schon gescannt. Das können wir nicht scannen, das ist einfach nur ein Vorkommen, wahrscheinlich Iridium. Obwohl wir da auch mal gucken können. Nicht immer davon ausgehen, dass es Iridium ist. Es ist Iridium. Was war das? Aber Lebensformen siehst du hier echt nicht. Aber total viele Raumschiffe rumfliegen. So macht das ein wahrer Pro. So, dann würde ich sagen, fliegen wir... Ja. Ja.
fliegen wir mal zur Ruine. Danach fliegen wir zu diesem Unterschlupf. Das sieht fett aus, Alter. Was ist denn hier los? Ein Wissenstein. Du hast das Korvax-Wort für Wahrscheinlichkeit gelernt. Wahrscheinlich. Hier ist gleich noch ein Wissenstein. Du hast das Korvax-Wort für Bitte gelernt. Oh. Grelles Licht bricht aus der antiken Markierung hervor. Es umschließt mich und taucht mein Verstand in die Erinnerungen und Stimmen der Korvax-Echos. Die Träume der Entitäten, die hier einst ihre Götter angebetet haben, werden die meinen. Die Atlas-Schnittstellen treiben allein durch die endlose Leere. Sie sind still, sie sind unverständliche Fragmente eines uralten Ganzen. Und doch formt ihr Abdruck im Raum und Zeit unsere Existenz. What the fuck? Sie sind die Gleichung und das Leben ist die Antwort. Durch die Monolithen verleihen sie ihrer grenzenlosen Bedeutung und unserer eigenen ein Verständnis. Hilfe! Und da lernen wir noch ein Wort. Hoch. Sehr schön. Also das hat sich, also sprachmäßig hat sich das hier richtig gelohnt. Warte mal, hier oben ist doch bestimmt noch was versteckt. Ach komm, hier hätte was versteckt sein müssen. 10 Worte haben wir schon gelernt. Und die sind ja alle von der Korvax, ne? Nicht von der Korvax, von den Korvax. Whatever. Guck mal, da sind fliegende Steine. Voll geil. Und da hinten ist auch irgendwas. Das sieht aber nicht aus wie Iridium. Ich bin gespannt, was wir hier noch entdecken werden. Wir werden auf jeden Fall das Fragezeichen erkunden und auch da hinten den Unterschlupf. Was wir da alles finden werden, seht ihr in der nächsten Folge von No Man's Sky. Bis dahin, bleibt Korvax und so.